Ich will dir nur etwas sagen, lieber Muslim. Ich will, dass du etwas verstehst. Wenn du deine Religion aufgibst, dann bist du der Verlierer. Du verlierst alles. Und denk nicht, wenn du deine Religion aufgibst und dass du den Weg von den abscheulichen Themen und Sünden nimmst, dass du so gewonnen hast. Nein, Wallah. In den Augen von den Unterstützern von diesen liberalen, weltoffenen, angeblichen, die haben keinen Respekt vor dir, wenn du deine Religion aufgibst. Deshalb, als Antwort auf solche Themen, sollen wir endlich begreifen, das geht um unsere Religion, das geht um den Weg, den wir zu Allah subhanahu wa ta'ala nehmen. Wenn wir aufgeben, dann werden wir in Dunya verlieren und am letzten Tag verlieren. Aber wenn wir Geduld zeigen, auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala bleiben, dann werden wir inshallah in Dunya gewinnen und am letzten Tag gewinnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird stets eine Gruppe von meiner Umma, von meiner Nation, auf dem richtigen Weg bleiben. Egal, wer gegen sie sind und egal, wer gegen sie kämpft, bis die Sache Allah und der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und dieser Befehl und die Sache Allahs ist, dass die Ehre und Stolz für die Gläubigen, für Al-Mu'minin ist und die Erniedrigung für die Leute, die gegen sie waren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg von Koran und Sunna festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben.